Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Inazuma 11-2 Feuersturm. Wir haben beim letzten Mal gegen die Alpine Junior High gespielt und daraufhin haben wir hier oben auf dem Nordhang das Spezialtraining kennengelernt, das wir auch heute sofort nutzen werden. Hier kannst du ein Spezialtraining absolvieren, um deine Schnelligkeit zu verbessern. Willst du ein Spezialtraining absolvieren? Ja, ich bitte darum. Und wir lassen... Wer hat's denn nötig mit Schnelligkeit, etc.? Puh, also eigentlich... Ich will die ganzen Lauchs nicht trainieren, weil die sind's halt nicht wert, ne? Aber... So einen Conwell zum Beispiel, der es nötig hat... Dem können wir das mal gönnen, weil wir ihn ja auch im Team halten werden, denke ich mal, fürs Erste. Wir geben quasi 80 Alarmpunkte aus und dann kommt diese Sequenz und... Boah, wir sind schneller geworden als je zuvor, oh ja. Und haben den Wert um 24 gesteigert, oder halt um 1 gesteigert auf 24, ja. So. Das Ganze werden wir jetzt noch natürlich noch ein bisschen öfter machen. Ich glaube, man zahlt jedes Mal 10 Alarmpunkte mehr, kann das sein? Dann müssten wir jetzt, glaube ich, 100 zahlen, wenn wir für Eugene weitermachen wollen. Ja, Eugene Krabs. Falsches Spiel, falscher Film. Ja, sorry. Ja, genau. Man zahlt jedes Mal 10 mehr für eine weitere Verbesserung des einzelnen Spielers, den man halt immer pusht. Aber es lohnt sich. Das kann ich Ihnen sagen. So. Gut, wie viele Elan-Punkte haben wir noch? Oh, wir haben noch ein bisschen was. Da würde ich sagen, komm. Der Part ist noch jung. Da kann man aber schön hier lecker, lecker nochmal für den Conwell was machen. Jetzt zahlen wir 120. Haben wir gerade eben 110 bezahlt? Oder was? Okay, super. Jetzt schauen wir nochmal nach einem anderen. Ja, warum denn nicht? Da kann man auch direkt mal hier Jude Sharp nehmen. Er wird nämlich Main bleiben. Und das pushen wir so mal auf 30 rum. Dann wäre er, glaube ich, der schnellste Spieler des Teams, oder? Ja, kommt ihm schon ganz nah. Doch, doch. Ja, er ist schon ziemlich schnell unterwegs. So. Und das soll erstmal alles gewesen sein. Und es gibt quasi noch solche Spezialtrainings, die man auch an verschiedensten Orten machen kann. Quasi bei uns im Park. Also in Tokio, ja, im Tokio-Park, dort kann man auch diese Spezialtraining machen. Und ich glaube sogar an der Kirkwood Junior High, glaube ich, auch. Ja, ich bin der Berg-Oger, ja, ja, ja. Mir gefällt dein Blick, das ist der Blick eines kampferfahrenen Kriegers, ja, ja. Jemanden wie dir erfahrt sich gern das Geheimnis des Blitzsymbols. Ja, 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 ich weiß, ja, ist okay, boah, Junge, nein. Was hat er am Ende gesagt? Meine Informanten berichten mir, dass insgesamt 14 dieser Orte mit Blitzsymbol über das Land verteilt sind. Ja, ja, ob du sie alle finden kannst. Ja, 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 ja. Das werden wir rausfinden, Brutz. So, das heißt, wir haben jetzt einen richtig schnellen. Was? Komm, wir schießen mal von diesem Winkel aus rein. Es muss ja nicht heißen, dass es unwahrscheinlich ist, dass er reingeht. Also er kann reingehen. Er muss nicht, aber er kann reingehen bei diesem Winkel. Tolles Tor! Gut. Der ging sehr gut rein. Noch das, wie sagt man so schön, das gezischt wie ein Zäpfchen oder sowas. Oder geblubbert wie ein Zäpfchen, irgendwie sowas. Sie kennen dieses Sprichwort, ja? Das ging ab wie ein Zäpfchen. Nathan, Brudes. Ich bin nicht schnell genug. Um Alias zu besiegen, muss ich noch schneller werden. Hey, Nathan! Mark. Danke, dass du dich so dazu bereit erklärt hast, mit Frost zusammenzuarbeiten. Du hast mir gezeigt, dass wir nur stärker werden können, wenn wir an uns arbeiten und offen für Neues sind. Soweit habe ich selbst nicht gedacht. Also ich glaube, dass du darauf hinaus wolltest, stimmt's? Wenn wir Frosts Stärken nutzen, werden wir dadurch alle verbessern. Aber um seinen Stärken richtig zu nutzen oder nutzen zu können, müssen wir erst einmal den Ball von Alias erobern. Wenn das einer schafft, dann du. Schon bald wirst du schnell wieder Wind sein.
Und was passiert, wenn ich es am Ende nicht schaffe? An so etwas darfst du doch gar nicht nicht mal im Traum denken. Ich brauche mehr Kraft. Wenn ich doch nur ein wenig von dem Wasser der Götter hätte. Was? Erinnerst du dich nicht an Zeus und das Wasser der Götter? Ein Tropfen davon und ich wäre sofort stark genug. Nur einmal von dem Wasser der Götter trinken, um die Welt zu retten. So schlecht wäre das nicht, oder? Was sagst du da? Man kann doch nicht alles von so einem Zeug abhängig machen. Wir müssen ehrlich und anständig gegen Aliens spielen, vor allem weil sie Fußball benutzen, um Menschen zu verletzen. Entschuldigung. Ich war wütend und ein wenig verwirrt. Vergiss es einfach wieder. Alles klar. Mach dir deswegen keine Sorgen. Training macht den Meister. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Mark, es tut mir leid, aber ich würde jetzt gerne ein bisschen alleine weiter trainieren. Hey, Nathan! Nein! Hä? Ich muss es gleich nochmal versuchen. Kevin! Oh, hi. Nach dem, was du gesagt hattest, hätte ich nicht erwartet, dass du jetzt so hart trainierst. Wieso hast du deine Meinung geändert? Er sagte, dass wir Spaß haben sollten, wenn wir gewinnen wollen, stimmt's? Und ich will unbedingt gewinnen. Weder gegen Alias noch gegen Frost werde ich verlieren. Kevin. Gut, dann lass uns zusammen trainieren. Alles klar. Hier drüben. Warte. Schade, du versuchst auch immer, mich einzuholen. Was ist mit diesem Kind passiert? Ist es sein Bruder gewesen, der irgendwie abgekratzt ist oder so? Ist er in den Fluss gefallen und ertrunken? Ich habe keine Ahnung. Nathan ist nicht im Team. Nein. Okay. Können wir ihn denn auch nicht mehr reinholen? Probieren wir es mal. Ne, Nathan ist gar nicht mehr da. Na gut, wird schon laufen. Was ist jetzt los? Gehe zum Bus, sobald das Training vorbei ist. Das Training ist vorbei. Ich kann weitermachen. Also, hi. Auf zum Bus. So, mein werter Herr. Hallo Mark, möchtest du die große Fußballtour spielen? Oder deine bisherigen Ergebnisse? Nein, ich will... Was? Das Training ist doch vorbei, oder muss ich hier mit der Trainerin sprechen? Hallo Mark, kann ich dir irgendwie helfen? Wenn du neue Spieler anwerben möchtest, musst du mit Trainer Hillman sprechen. Ja, ich weiß schon. Ja, ist okay. Hast du für heute genug trainiert, Mark? Ich wüsste gerne, wann Alias hier auftaucht. Lass uns bis dahin einfach weiter trainieren. Hä? Geht's weiter? Ja. Alles klar, Jungs. Es wird langsam spät. Wir sollten jetzt alle versuchen, eine Mütze Schlaf voll zu nehmen. Mir fallen schon die Augen zu. Dieses Training hat ganz schön geschlaucht. Mark, kann ich bei euch Jungs im Zimmer schlafen? Klar, warum nicht? Was? Victoria, du musst bei uns Mädchen schlafen. Echt? Aber warum denn? Los Jungs, ab ins Bett mit euch. Wie? Ich dachte, die pennen hier auf diesen Couches. Sehr Spielverderber. Darf man nicht mal ein bisschen Spaß haben? Sag mal, Tori, magst du Mark? Nelly? Wir sind alle geil auf Mark, kann das sein? So, läuft. Aber ja, ich mag Leute wie ihn. Willst du damit sagen, du stehst auf Jungs wie ihn? Nein, da hast du mich missverstanden. Ich mag es einfach, mit Leuten zusammen zu sein, die Spaß an Fußball haben. Na, das ist doch beruhigend. Stimmt's, Nelly? Was meinst du damit? Das hat doch nichts mit mir zu tun. Okay. Was macht Mark denn da? Auf geht's und noch einmal! Bist du so früh am Morgen etwa schon beim Training? Oh, guten Morgen, Nelly.
Frost meinte, ich könnte schnell wieder Wind werden, wenn ich mir etwas mehr Mühe gebe. Und da dachte ich, warum bis nach dem Frühstück warten? Denkst du auch mal an etwas anderes als das Training? Ist ja auch egal, Mark. Ich wollte dich nach Axel fragen. Anscheinend ist er in letzter Zeit nicht mehr bei Julia im Krankenhaus gewesen. Was? Wirklich? Vor dem Finale der Football Frontier habe ich meinen Vater im Krankenhaus besucht. Ich hörte dort, wie Axel mit Julia sprach, während sie schlief. Wirklich? Aha. Auf Wiedersehen, Vater. Ich werde morgen wiederkommen. Mark ist ein wirklich toller Kerl. Axel? Es stimmt zwar, dass er an fast nichts anderes denkt als Fußball. Aber er hat mir gezeigt, dass ich meinen Traum nicht aufgeben darf. Ich bin sicher, dass du ihn mögen wirst, wenn du ihn kennenlernst. Aber dafür musst du erstmal wieder aufwachen. Aha. Das hat Axel gesagt? Als Axel das Team verlassen hat, sagte er, dass ihr euch nicht wiedersehen würdet. Ich glaube aber nicht, dass er das wirklich will. Als er das Training verlassen hat, das Team verlassen hat? Nelly, hast du etwa gelauscht, als wir uns im Hirschpark unterhalten haben? Was? Naja, ist es nur so. Ich hab mir einfach Sorgen um Axel gemacht, sonst gar nichts. Und überhaupt, findest du es nicht seltsam, dass Axel so lange nicht mehr bei seiner Schwester war? Es muss einen Grund geben. Axel, wo steckst du bloß? Keine Sorge, Axel. Wir werden stärker und stärker. Wir warten immer noch auf deine Rückkehr. Ja, ohne Witz. Ich kann es einfach nicht glauben, dass wir seit 3 Tagen trainieren und Alias immer noch nicht aufgetaucht ist. Stimmt, und wir haben keine Möglichkeit herauszufinden, wann die hier aufkreuzen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um bis zum nächsten Angriff stärker zu werden. Was meinst du, Frost? Glaubst du, dass sie sich überhaupt verbessert haben? Sie machen das deutlich besser, als ich erwartet habe. Daran ist die Raymond 11 besonders gut. Ich trainiere die Mannschaft zwar erst seit kurzem, aber ihre Leidenschaft hat mich wirklich beeindruckt. Wie die Mannschaft sich reinhängt, hat meine Erwartungen mehr als übertroffen. Trainerin Lina, denken Sie wirklich so über das Team? Wow, das überrascht mich jetzt ein wenig. Das Team ist irgendwie interessant. Findet ihr nicht? Frost, los auf eine Herausforderung. Eine Herausforderung? Nach all diesem Training fühle ich mich ziemlich selbstsicher. Also hatte ich die Idee, dass es interessant wäre, deine Fähigkeiten mit meinen zu vergleichen. Du schlägst also vor, herauszufinden, wer von uns beiden das wahre Stimme Ass von Raymond ist? Wenn du es so ausdrücken möchtest, ja. Die Regeln sind einfach. Der Erste, der ein Tor erzielt, gewinnt. Willst du da nicht einschreiten? Das entscheiden die zwei. Schauen wir einfach mal, was passiert. Okay. Seid ihr beide bereit? Entspann dich doch mal. Wenn du weiterhin so eine Fratze ziehst, wirst du noch allen Angst machen. Klappe! Die Schau oder Spiele entscheide noch immer ich selbst. Fertig. Los! Ah. Verzeihung, aber der Ball gehört dann wohl mir. Frost ist immer noch zu schnell. Unterschätze nicht den Stürmer der Raymond 11. Kevin hat deutlich an Schnelligkeit dazugewonnen. Schaut, er kann sogar schon mit Frost mithalten. Ah, Kevin hat sich den Ball zurückgeholt. Beeindruckend, aber es wird langsam Zeit. Frost scheint sich wieder verwandelt zu haben. Frost ist schnell wie eine Rakete. Verflixt, ich werde nicht verlieren. Ich werde nicht gegen ihn verlieren. Kevin kann das Tempo sogar mitgehen. Ich kann es nicht fassen. Kevin ist auch unfassbar schnell. Schau dir mal diesen Schuss an. Der Wyvern-Ball.
Wir haben einen Gewinner! Ich hab's geschafft! Was war denn das für eine Spezialtechnik? Wo hast du die her, Kevin? Wie sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Dragon Ball hat sich zu Wyvernball verwandelt oder Wyvernball. Ich sag mal Wyvernball. Kevin hat den Wyvernball gelernt. Kevin, du hast es geschafft. Das Training hat sich wirklich gelohnt. Na klar. Was machst du jetzt, Frost? Was soll ich sagen? Anscheinend hat diesmal der bessere Spieler gewonnen. Das war ein ganz schöner Wumms. Ich bin sogar ein wenig neidisch auf deine atemberaubende Spezialtechnik. Aber das habe ich doch nur deinem Training zu verdanken. So fühlt es sich also an, wenn man als Team zusammenwächst. Genau, dabei geht es nicht nur um Kevin. Wir sind alle viel schneller geworden. Also, wenn das so ist, dann trainiere ich lieber noch eine Runde. Ich möchte wirklich nicht der Langsamste im Team sein. Dann lass uns gleich loslegen und noch eine Runde zusammen trainieren. Ja. Was sagst du dazu, Mark? Ich hatte von Anfang an gehofft, dass die beiden am Ende miteinander klarkommen. Ich auch. Ja. Und nun küssen sie sich. Am nächsten Tag. Heute Morgen bin ich aber schon früh auf den Beinen. Jetzt wird wohl noch niemand in der Schule sein. Seit wir gegen Aliens verloren haben, sind wir stärker geworden. Ob wir jetzt eine Chance gegen sie haben? Nein. Ich bin mir sogar sicher, dass wir jetzt eine Chance haben. Wir müssen es für unsere Freunde schaffen, die daheim auf uns warten. Klatsch, 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 klatsch. Ja, 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 ja. Hä? Du bist ganz schön flott unterwegs. Das Training scheint sich langsam auszuzahlen. Danke. Was stöhnt der so rum? Oh, ist der geil. Entschuldige, ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Javier Foster. Schön, dich kennenzulernen. Javier, nicht Xavier, Xavier. Javier, okay, hi. Ich bin Mark Evans, der Kapitän der Fußballmannschaft von Raymond. Ich weiß, ihr habt die Fußballfrontier gewonnen. Wenn du dich so früh morgens schon ins Training stürzt, dann musst du Fußball ganz schön lieben. Na klar, spielst du auch gerne Fußball? Gerne würde ich nicht unbedingt sagen. Ich sehe Fußball als Notwendigkeit an. Der einzige Grund, warum ich mit Fußball angefangen habe, ist, dass mein Vater darauf bestanden hat. Ach wirklich? Mein Opa war auch total Fanat in Fußball. Na, dann haben wir ja schon etwas gemeinsam. Na, hast du Bock? Ich denke, dass wir uns prima verstehen werden. Klasse, hast du Lust mit mir zu trainieren? Meinst du? Aber denkst du daran, dass das in Ordnung ist? Aber klar, wer Fußball liebt, ist jederzeit willkommen, mit mir zusammen zu trainieren. Du bist echt ein interessanter Mensch. Oh nein. Was war das für ein Geräusch? Noch eine Lawine? Mark! Mark! Was sollen wir nur tun? Die Alice Academy ist fast hier. Plötzlich tauchten sie am Himmel über der Stadt auf. Die Radio- und Fernsehstationen drehen völlig durch. Endlich sind sie angekommen. Mark, wir müssen sofort zum Fußballplatz gehen. Wartet, wartet. Hat jemand von euch Frost gesehen? Ich habe mitbekommen, dass er heute Morgen in aller Frühe zum Nordhang aufgebrochen ist. Dieses laute Geräusch hat dort wohl eine Lawine ausgelöst. Wenn Frost dort draußen ist, dann besteht die Möglichkeit, dass die Lawine ihn erwischt hat. Das hört sich gar nicht gut an. Wir müssen Frost finden. Auf zum Nordhang. Javier, hier bleibt zu bleiben ist gefährlich. Du musst dich in Sicherheit bringen. Einverstanden? Mark, mit wem sprichst du? Wie merkwürdig. Vor einer Sekunde war er noch hier. Er sieht mir aber auch echt ein bisschen aus wie ein Alien. Ich weiß nicht genau, ob er zu den Aliens gehört. Ich habe keine Ahnung. Er sah komisch aus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hat jemand den Verstand vernebelt? Du bist allein, seit wir dich hier entdeckt haben. Darüber können wir später reden. Jetzt müssen wir erst Frost finden. Stimmt. Okay. Oh nein. Eine Lawine. Suche nach Frost, du Sau. Okay, hi. Erstmal heilen. Ist ja wohl ganz klar. Und dann werden wir jetzt erstmal abspeichern gehen. Für die Klicks. Und generell. Wer weiß, was jetzt gleich noch passiert. Okay.
auf zum Nordhang mit uns. Auf geht's, mal gucken, was hier passiert ist oder was hier los ist. Frost scheint wohl am Baum zu stehen. Was ist los? Da ist er ja! Hallo Frost! Wie gut, dass dir nichts passiert ist. Glaubt ihr, dass er uns hören kann? Hey Frost, reiß dich zusammen! Was treibt die Erdlinge hier? Alice Academy, wir sollten euch dasselbe fragen. Ihr seid doch diese arroganten Erdlinge von der Raymond, die es wagten, sich Lord Janus entgegenzustellen. Ihr seid es nicht wert, dass Lord Janus sich mit euch beschäftigt. Wir erledigen jetzt euch selbst, hier und jetzt. Muss es ausgerechnet jetzt sein? Trainerin, kümmern Sie sich bitte um Frost, dann müssen wir diese Kreaturen eben ohne ihn besiegen. Okay, 4 gegen 4? Ja. Janus muss seine Zeit nicht verschwenden. Ihr seid erledigt. Schießt als erster ein Tor. Okay, mal gucken, was die drauf haben. Moment, die sind ja echt nah an uns dran, oder? Die sind verdammt nah an uns dran. Die meinen es ja richtig ernst. Gut, ich würde sagen, wir machen genauso wie sonst auch weiter. Das war sehr schön gemacht, muss ich sagen. Sehr schön weggeschossen, du Sau. So, direkt bei dem Kombischuss draufziehen. Mal gucken, ob er reingeht. Vor allem die Namen vor denen werden gar nicht encountert. Man weiß gar nicht, wer das ist. Lauchzwiebeln und bye. Die Agenten quasi, ja. Die Agenten der Alias Academy. Aha. Okay. Gibt's auch mehr Erfahrungspunkte? Ja, es gibt mehr Erfahrungspunkte dafür. Gefällt mir. Neues Level für... Heißt der Eric? Erik? Kann sein. Und er hat den Illusionsball gelernt. Geil. Ach, Raymond, Ungeziefer. Das wird uns nicht aufhalten. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Unsere Arbeit hier ist getan. Wartet! Mark, was ist denn mit Frost los? Nein! Ach, die Lawine, die Lawine, aua! Hey Frost, reiß dich zusammen! Was macht ihr denn alle hier? Wo bin ich? Frost, du bist wohl auf. Wenn wir dich hier nicht gefunden hätten, wärst du vielleicht von Alice entführt worden. Es tut mir leid, dass ich euch nicht helfen konnte, als ihr mich am meisten gebraucht habt. Du musst dich nicht entschuldigen. Wir sind doch Freunde, stimmt's? In schweren Zeiten halten Freunde immer zusammen. Freunde? Mark hat recht. Freunde halten immer zusammen. Ganz besonders beim Raymond-Team. Danke. Ja, Frost hat sich angeschlossen. Für euer Geplauder haben wir jetzt keine Zeit mehr. Alice ist gerade auf dem Weg zur Alpine. Lass uns versuchen, dort vor ihnen anzukommen. Alice ist hier, jetzt schon. Ich muss die Schüler der Alpine beschützen. Natürlich kommen wir mit dir mit. Ja. Was kann Alice nur an diesem trostlosen, eingeschneiten Ort wollen? Warum verhält sich Frost so? Was könnte am Nordhang so wichtig sein? Komisch, er steht halt immer am Baum, ne? Vor allem wegen seiner Erinnerung, nehme ich jetzt mal stark an. Na gut. Gut, Jungs, Mädels, ich würde sagen, wir, gehen dann eben schnell. Wir gehen nicht diesen Weg lang, weil das dauert mir viel zu lange. Wir könnten aber auch mal gucken, dass wir die Formation etwas umändern. Wobei ich sagen muss, diese Leute hier schon, also die haben halt schon krasse Werte und so. Ich sollte trotzdem schauen, dass ich jetzt ein bisschen verstärkt auf Frost gehe, weil er ist ein bisschen unterlevelt. Das kann halt nicht sein. So, wir setzen ihn mal an Erics Stelle. Also, hi. Er ist halt extrem unterlevelt und das kann ich mir nicht gönnen. Ja. Deswegen gucken wir auch, dass wir ihm neue Ausrüstungsgegenstände geben können. So, einmal hier nämlich die wunderschönen Jugendstollen. Bitteschön. Und das Fitnessarmband.
Alles klar, gut. Liebe Roots, dann würde ich sagen, sind wir für heute auch raus. Beim nächsten Mal werden wir zu Alpine Junior High gehen, um ja, den Angriff der Alias Academy zu verhindern. Wissen Sie Bescheid? Zum Ende gibt es nochmal einen Kampf. Ich hoffe, Sie freuen sich darüber. Ja. Schön für Sie. Gut, dann wäre ich raus. Roots, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein und ja. Alter, die Schüsse sitzen überhaupt nicht mehr. Ist das dein Ernst, Mann? So, direkt rüberziehen. Und da brauchen wir ja nicht mal eine Technik machen. Wobei, Frost hat nicht mal eine Technik. Obwohl er eigentlich eine haben sollte. Aber er hat dann doch irgendwie keine. Das ist sehr dubios. Na gut, dann zieh mal so drauf. Hui, er ist reingegangen. Perfekt. Weiter so, Raimon! Okay, Jungs, haut rein und tschüss.